Den Herrn, das gehört zum Fest Trinitatis, dem Fest der Dreifaltigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gottes Lob. Morgen ist dieses Fest, wir stimmen uns heute darauf ein. Und wenn wir nachher auch gemeinsam Lobe den Herrn singen, dann können wir das zugleich auch ein bisschen als Geburtstagsständchen, als nachträgliches Geburtstagsständchen tun. Im April war der eigentliche Geburtstag, aber heute ist die Patin für den heutigen Nunsong hier, Ingeborg Lenz, Gottes Segen, nachträglich zum Geburtstag, auch allen anderen, die jetzt gerade in dieser Zeit Geburtstag haben. Und wenn Sie dann nachher beim Rausgehen mögen, da was Sie in das Körbchen tun, tun Sie es gefühlt mit auf den Geburtstagstisch. Von Gott berührt und verwandelt werden, gibt es das? Gibt es das auch noch im fortgeschrittenen Alter, womöglich auch, wenn schon das 80. Lebensjahrzehnt vollendet ist? Der Gesprächspartner von Jesus, von dem wir gleich hören werden, findet die Frage interessant, aber er ist skeptisch. Ich bin doch nur mal der, der ich bin, und ich bin der, der ich geworden bin. Damit muss ich leben, damit müssen auch die anderen leben. Jesus aber rechnet mit Gottes Geist, der kann uns berühren und verwandeln. Wir machen das nicht selbst, aber wir können es geschehen lassen. Und dann haben wir guten Grund, Gott fröhlich zu loben, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ich lese aus dem Evangelium, Johannes Kapitel 3. Es war ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm:
Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will. Der Wind, griechisch dasselbe Wort wie Geist. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Lasst uns preisen, den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist. Lasst uns ihn rühmen in Ewigkeit. Lasst uns preisen, den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist. Lasst uns ihn rühmen in Ewigkeit. Gott allein sei Ehre und Lobpreis. Lasst uns ihn rühmen in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Lasst uns preisen den Vater und den Sohn mit dem Heiligen Geist. Lasst uns ihn rühmen.
rette deine Kirche. Und kleide deine Diener mit Gerechtigkeit und deine Frommen sollen. O Herr, rette dein Volk und segne dein Herr. Gib Frieden in unseren Tagen, O Herr. Großer Gott, Himmel und Erde hast du erschaffen. Deine Herrlichkeit erfüllt das Weltall. Du bist unter uns gewesen in Gestalt eines Menschen. Du hast in deinem Sohn Jesus Christus unser Leben und Sterben geteilt. Dein Geist wohnt in uns und hält uns lebendig. Lass deine Liebe, deine Freundlichkeit, dein Erbarmen einziehen in unser Leben. Wir loben und preisen dich, den Dreieinigen, jetzt und in Ewigkeit. Amen. O Gott, von dem jedes heilige Verlangen, aller gute Rat und rechtes Wirken kommt, gib deinen Dienern jenen Frieden, welchen die Welt nicht geben kann, auf dass unsere Herzen an deinen Geboten hangen und wir also durch dich bewahrt gegen Furcht vor unseren Feinden unsere Zeit in Ruhe und Frieden verleben mögen durch das Verdienst Jesu Christi, unseres Heilandes. Amen. Erleuchte unsere Finsternis, wir bitten dich, o Herr, und behüte uns gnädiglich vor allen Anfechtungen und Gefahren, um der Liebe deines einigen Sohnes, unseres Heilandes Jesu Christi willen.